Von mir gibt es einen kleinen Ausflug in eine gemischte Welt aus Oracle und Open Source. Wir hören immer wieder, oder das Problem stellt sich ja immer öfter, dass wir von Oracle wegmigrieren in eine Datenbank, die weniger kostet. Und spätestens dann, wenn wir migriert haben, stellt sich die Frage, naja, und wie sichern wir den Schatz jetzt? Das ist, wenn wir von Oracle kommen, relativ einfach, so wie wir es gewöhnt sind, aber mit den neuen Datenbanken ist das teilweise doch ein bisschen umfangreicher, anders, mehr Stolpersteine, und das schauen wir uns ein bisschen an. Kurzer Überblick, Backups, was kann ich noch alles als theoretisch Backup einsetzen, was habe ich dafür in Oracle, als MySQL, Postgres, und dann schauen wir kurz zusammengefasst drüber, ob sich das auszahlt zum Migrieren oder nicht. Letztendlich, wie kann ich überhaupt ein Backup machen? Ein logisches Backup ist im Normalfall ein Extrakt aus einer Datenbank, wo ich mit Queries drauf losgehe und die irgendwo extra außer hinspiele. Inwieweit man das als Backup und als restore-fähiges Teil ansieht, überlasse ich jedem selber. Wir sagen, das ist im Grunde kein Backup. Physical Backup ist schon viel schöner. Da habe ich ein Tool zur Verfügung, das man einfach die Data-Files hernimmt und unabhängig von dem, was drinsteht in den ganzen Tabellen, eine Sicherung von meiner Datenbank erzeugt. Was ganz wichtig ist noch überall ist, ich möchte das Ding aufrecovern können. Das heißt, ich habe irgendwo meine Transaction-Logs in jedem Datenbanksystem, wo drinsteht, was während am Backup, nach am Backup noch alles passiert, damit ich dann auf einen gewissen Zeitpunkt oder auf den jüngstmöglichen Zeitpunkt wieder aufrecovern kann. Hupfen wir gleich rein in die Welt von Oracle. Da können wir noch kurz zusammenfassen, was habe ich da. Als logisches Backup habe ich die Databump. Vom Christian haben wir gerade gehört, ExpImp ist komplett gestorben mit der 23er. Das heißt, der steht uns gar nicht mehr zur Verfügung. Den hätten wir in der 19er zumindest noch an Bord gehabt. Was ist es? Es ist ein logisches Backup. Es gibt mir die Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder. Ich kann mit dem Ding zumindest transaktionskonsistent exportieren, also mit der Flashback-Time. Stelle zumindest sicher, dass alle Tabellen, die ich exportiere, zusammenpassen. Das Problem bei der Databump ist, die Datenfiles entstehen am Server. Bei anderen Export-Tools habe ich das am Client zur Verfügung. Das ist da der große Unterschied. Wirklich sichern tue ich die Datenbank mit Mehrmann, das kennen wir auch alle. Der macht das auf physischer Ebene, dem ist wurscht, was in die Data-Files drinsteht. Der holt sich das raus, schreibt die irgendwo hin. Die Backups, wo ich ihm sage, kann auf Tape und auf Disk sichern, und diese Sicherungen kann ich natürlich dann auch sauber restoren und auf einen Zeitpunkt hin recovern, wo ich hin will. Was brauche ich dazu bei Oracle? Klar, die Transaction Logs wissen wir, wo die drinstehen. Wir haben die Redo-Log-Gruppen, die immer fix da sind. Und wenn ich einen Archive-Mode aktiviert habe, dass ich mir die Inhalte aufhebe, dann habe ich an einer separaten Location dann auch die archivierten Redos, heißt es ja eben, Archive-Logs, um dann ein Point-in-Time-Recovery mit diesen Archive-Logs durchzuführen. Was haben wir noch bei Oracle? Also bei Oracle dann nicht an Bord, aber es wird sehr oft gern verwendet, dass ich die Datenbank nicht mehr mit Ärmern sichere, sondern mit Snapshots im Storage, hat den Vorteil, geht viel schneller, wird aber immer über eine Third-Party-Solution passieren. Wir machen es sehr gern, wenn wir nicht dabei Storage drunter haben, im Snapcenter. Ist eine perfekte Integration zwischen der Storage und der Oracle-Datenbank. Das Backup von einer Terabyte-großen Datenbank dauert eine halbe Minute. Mehr Aufwand ist in der Datenbank selber nicht sichtbar. Genauso tue ich dann in diesem Third-Party-Tool alle meine Restores koordinieren. Das heißt, ich muss mich im Grunde auch nicht mehr darum kümmern, wo liegen die Archives, wie weit, wo muss ich die wieder herzaubern. Ich gebe dem Teil, wenn ich sage, ich will restoren und recovern, einen Zeitpunkt an, und der holt den passenden Snapshot zurück, holt noch zwei, drei Archives aus dem Snapshot zurück und applied die und fertig. So einfach, so gut.
Nächste ist dann die MySQL-Datenbank, die wir haben, wo gern hin migriert wird. Da haben wir als erstes Utility das MySQL-Dump. Das ist seit ewigen Zeiten in MySQL oder in der Maria dabei. War, halt, da kommen wir her, falscher Knopf. Ist ein logisches Backup, weil der macht Select Statements und holt sich die Daten aus der Datenbank raus und schreibt die in ein Dump-File hinein, die Daten. Hat aber ein spannendes Feature oder ein notwendiges Feature eigentlich in der MySQL-Datenbank. Ich kann da drauf Point-in-Time-Recovery machen, wenn ich den Dump richtig erzeuge. Das Problem beim MySQL-Dump ist eine Frage der Laufzeit. Je größer meine Datenbank ist, umso schlimmer wird es. Und ja, ich habe einen Haufen Optionen im MySQL-Dump. Ich kann eine einzelne Datenbank exportieren, ich kann alle Datenbanken exportieren. Wie gesagt, ist ein logisches Backup. Und der MySQL-Dump schreibt an sich auf Standard-Out. Das heißt, dort, wo der MySQL-Dump rennt, der kann übers Netzwerk rennen, der kann am Datenbankserver rennen, werden die Resultate von den Selects für den Dump erzeugt. Normalerweise pipe ich das in ein Dump-File ein, das heißt, so ein MySQL-Dump-Backup ist nichts anderes als ein SQL-Skript mit haufenweise Create-Tables und Inserts. Das ist alles. Spannend dazu ist, ich kann das Teil dann aufrecovern. MySQL ist in dem Sinn relativ simple Datenbank-Engine. Es gibt keinen halb-recoverten Modus, das Ding ist einfach offen. Ich habe meine Datenbank, ich kann die wieder einspülen und ich muss dann selber entscheiden, fällt mir da jetzt noch was, dann kann ich das noch nachfahren aus meinen Transaction Logs von MySQL. Die Transaction Logs von MySQL heißen Binary Logs. Klar, jeder Datenbankhersteller muss das Ding irgendwie anders taufen. Das Ding ist nicht standardmäßig aktiv. Das heißt, wenn das Binary Logging gar nicht aktiviert ist, dann schreibt das MySQL gar keine Transaktionen mit. Ist einfach nicht recoverbar. Was sind Binary Logs? In Wahrheit das, was Redo Logs und Archived-Redos gemeinsam sind. MySQL schreibt in ein Log-File eine, macht einen Log-Switch, schreibt ein neues File und das war's dann. Und lasst die alle im gleichen Directory. Was muss ich tun, dass ich das Binary Logging einschalte? In Wahrheit brauche ich vier Parameter, die ich dem Server mitgeben muss. Das einmal ist das Log-Bin, ist, wo schreibe ich es hin. Das Bin-Log-Format ist noch eine spannende Geschichte. Das entscheidet im Grunde, wie groß, wie viel Platz die Bin-Logs brauchen. Standardmäßig würde ich das auf Row stellen, damit einfach die Dateninhalte, die verändert werden, in die Transaction Logs drinstehen und nicht die Statements. Früher mal hat man Platz gespart, da gab es den Mode mit Statement, da hat man quasi wie für eine Logical Replication die Statements eingeschrieben ins Binary Log, damit es wieder applyen kann. Das heißt, wenn ich ein Update Statement geschrieben habe, das 2 Millionen Rows verarbeitet, dann hat man auch ein Update Statement in das Binary Log eingeschrieben. War natürlich nett, lustig, klein. Ist nur eben aufgrund des Modes von der MySQL-Datenbank halt schwierig, weil es teilweise dann nicht klar war, was für ein Statement früher zum Applyen war. Wenn ich das Ding auf Row stelle, dann schreibt dann Binary-Inhalte eine von den Changes und die kann man so aber eine nach dem anderen applyen. Braucht halt mehr Platz. Die Max-Bin-Log-Size ist ein Hinweis, wie groß so ein File werden soll. Das ist kein Hard Limit, wenn eine Transaktion größer ist, die gerade noch rennt, dann wird das Binary-Log-File halt so groß, bis die Transaktion aus ist. Das heißt, wenn ich ihm da mitgebe, ich hätte gern 100 Megabyte pro File, ist meistens so, kann aber auch sein, dass ich dann plötzlich ein File habe, was ein Gigabyte groß ist. Kann man nicht ändern, ist im MySQL halt so. Ich muss mich ums Löschen von den alten Binary Logs nicht selber kümmern. Es gibt dann in der Zwischenzeit einen Parameter dafür, den haben sie irgendwo in der 10er
von MariaDB oder in der passenden MySQL eingeführt, damit muss ich mich quasi ums Aufrahmen nicht kümmern. Das heißt, ich muss nur schauen, dass auf dem Directory, wo ich meine Binlogs hinschreiben will, genug Platz ist, damit ich in Summe für eine Anzahl von Tagen meine Binary-Logs dort stehen haben kann. Dann müsste ich das gar nicht mehr wegsichern. Was natürlich dann auch wieder die Frage ist, wenn ich ein Backup haben will, dann will ich die nicht nur dort stehen haben, sondern ich möchte sie auch dann irgendwo extern gesichert haben. Gibt es kein Tool dafür, muss ich mir alles selber basteln. Das heißt, ich muss mir in der Datenbank auslösen, welche Binary-Logs kenne ich, für jedes Binary-Log eine Copy aufrufen, irgendwo in Archive-Destination oder Backup-Destination hin. Und dann kann ich dem MySQL-D sagen, löscht das Binary-Log-File. Handgeschnitzt. Ja, jetzt haben wir diese zwei Sachen in der Hand. Wir haben einen MySQL-Dump, wir haben die Binary-Logs. Und wie würde ich denn da jetzt ein Point-in-Time-Recovery machen? In Wahrheit, wie gesagt, gibt es keinen Recovery-Mode oder eine Mount-Option in der Datenbank. Ich lege eine Datenbank an, ich spüre einen MySQL-Dump ein. Das Ding ist dann offen da vorhanden. Wenn sich dann keiner eine connected und schon was verändert, dann hätte ich noch eine Chance, dass ich Point-in-Time-Recovery mache mit dem Inhalt aus den Binary-Logs. Dazu gibt es von MySQL das Utility des MySQL Binlog. Das ist nichts anderes als ein Logminer, wenn wir es mit Oracle Tools vergleichen. Der schaut dort rein, was da drin steht und produziert MySQL Statements. Und schreibt das auch wieder auf Standard Out. Und diese Statements kann ich dann mit dem MySQL Client anwenden. Wenn ich es richtig mache, dann tue ich das in der richtigen Datenbank. Weil den MySQL-Client sage ich, in welche Datenbank, dass er sie einsetzen soll, und dort landen dann meine Statements, die ich mit dem MySQL-Binlog aus den Transaction-Logs auslese. Was ich natürlich auch machen kann, ist, ich schreibe mir das in eine SQL-File ein und habe dann quasi mein Point-in-Time-Recovery vor mir als SQL-Skript. Da kann ich mit dem Editor rein und kann 5 Transaktionen auslöschen. Ist nicht wirklich sicher, aber grundsätzlich machbar. Es gibt einen Haufen Parameter für die MySQL-Binlogs, dass ich halt nicht alle Daten aus den Transaction-Logs auslesen will. Welches Zeitfenster will ich sehen? Welche Datenbanken soll er nur rausnehmen? Oder nur Statements für eine bestimmte Tabelle? So kann ich mir das heraussuchen aus den Binlogs, die der Server für alle Datenbanken gemeinsam geschrieben hat, was ich für mein spezielles Recovery brauche. So, kleine Beispiele. Das erste sagt uns MySQL Binlog von alle Files aus der Backup Destination. Produziert im Normalfall dann ein elendslanges SQL-File. Ich kann ihm ein einzelnes File mitgeben. Und auch noch sagen, auf welcher Binlog-Position in dem File, dass er drauf losgeht soll. Das brauchen wir dann eben für die Kombination aus dem Dump und aus den Binlogs für einen Restore. Wie schaut so ein Text aus, den man dann produziert? Das ist in Wahrheit, sind das alles Statements, die der MySQL-Client versteht. Wenn da vorkommt ein Binlog-Statement, dann war das aus einem Row Format, ein Eintrag. Es kann aber auch sein, dass ich noch aus einem Statement-Mode-Eintrag was habe. Dann haben wir da ein Update-Statement drinstehen. Und die Änderungen basieren dann auf dem, was in der Tabelle drinnen ist. Wenn das Import vom Dump von der Tabelle schiefgegangen ist, dann macht das Update auch nur das auf die Rows, die in der Tabelle drin sind. Und nicht auf das, was ich eigentlich restoren wollte. Also das ist alles ein bisschen eine windige Partie, aber kein wirklich sicherer Restore und Recover. Kombiniert schaut es dann eben so aus, Point-in-Time-Recovery und MySQL-Dump. Ich habe das Dump-File, was ein SQL-Skript ist, das spüle ich in eine Datenbank ein. Ich extrahiere mir
aus den Binary Logs für meine Datenbank die passenden Statements, die nach dem Dump passiert sind, für den Zeitraum, bis wohin ich recovern will. Und spüle das dann ein. Damit ich mir ein bisschen leichter tue, muss ich den MySQL-Dump mit bestimmten Parametern ausführen, weil sonst habe ich dort ja einen riesen Sauhaufen drinnen. Das Wichtigste ist im Grunde das Single Transaction, damit er zu einem gewissen Zeitpunkt, also Flashback Time ist Sys-Timestamp für einen Oracle-Export, mit einem Single Transaction alle Daten liest, damit alle Änderungen, die während der ganzen Laufzeit von dem MySQL-Dump nicht mehr mitgenommen werden. Ein Flash-Logs am Anfang ist einfach nur hilfreich, dass ich in ein neues Binary-Log einswitche, wenn der MySQL-Dump startet, damit ich einfach mal leichter tue, so fürs Point-in-Time-Recovery zum Auszuzeln von meinen Statements fürs Recovery. Und das Master-Data S2 ist überhaupt die wichtigste Info, die dann im Dump-File drinsteht, nämlich ab welcher Binlog-Position ich eigentlich zum Suchen anfangen muss. Ja? Das heißt, wenn ich mit dem Statement mir meine DBM-Datenbank in der Dump-File aussichere, dann steht in der ersten Bildschirmseite vom Dump unter Kommentar so eine Zeile drin, Change Master to Master Log-File. Und das ist genau die Info, die ich brauche. Ich bin im Binlog 07 auf der Position 379. Ab dem Zeitpunkt brauche ich für ein Point-in-Time-Recovery die weiteren Statements für die Datenbank, um die auf einen gewissen, auf den letztmöglichen Stand aufzurecovern. Ja, das war es im Grunde für den MySQL-Dump, das, was MySQL seit langer Zeit mitgeliefert hat. Das war alles, was Backup da war. Die Leute von der MariaDB haben dann noch einen Schritt weiter gemacht. Wo sind wir? Falsche Richtung wieder. Sie haben sich das Maria-Backup dazu geholt. Das ist in Wahrheit ein Fork aus dem Extra-Backup von der Firma Percona, die ja ebenfalls einen MySQL-Fork selbst produziert. Ist seit der 10er Release in der MariaDB dabei. Und soll uns ein Physical Backup implementieren, damit wir uns einfach unabhängig von der Last oder von den Statements in der Datenbank auch ein Backup erzeugen können, das nicht aus Insets und Create Statements zusammengesetzt ist. Was macht das Teil? Es macht im Normalfall ein Backup to Disk mit einer Kopie von meinem Datatier von der MySQL. Das heißt, ich habe dort genauso meine Directories für die Datenbanken drinnen, ich habe in jedem Directory die Files für die InnoDB, Tablespaces und so weiter drin. Das ist der Standardmodus, wie es rennt. Was es weiterhin könnte, ist, dass es einen Stream produziert, dann kann es auf Standard outpipen und dann könnte es in einen Target Z einrennen lassen oder direkt in ein Namepipe, was man eine Tape-Backup-Solution anbietet. Ja, sind beide Varianten denkbar, also in einem Target Z vielleicht noch, wenn man der Platz auf der Backup Destination ausgeht, dass ich einfach ein bisschen sparen muss. Ich kann mit dem Maria Backup Full und Incrementals machen, das ist schon mal wesentlich angenehmer, als wenn ich jedes Mal jeden Tag einen Dump mache, wo ja alles drinsteht. Und ich kann dann, das spart man natürlich viel im Platz und dann haben wir natürlich wieder das Problem im Point-in-Time-Recovery, weil auch ein Maria-Backup ist ein Snapshot von einem gewissen Zeitpunkt. Das funktioniert genauso wie vorher, nämlich mit MySQL-Binlog die Binary-Logs auslesen oder die archivierten Binary-Logs auslesen und alles dann drauf applyen, was nach dem Stand vom Maria-Backup noch anzuwenden wäre. In Wahrheit ist das Backup mit Maria Backup ein einfacher Befehl. Ich sage ihm, ich will ein Backup machen und ich sage ihm, wohin. Er sagt uns da schon im Output auf der Command Line, das Backup, das ich da produziert habe, ab dem Zeitpunkt wäre dann aufzurecovern. Ist schon mal eine Info, die man sich am besten merkt. Ja. Beim Incremental Backup schaut es dann so aus, ich muss das Full Backup online haben.
Das heißt, weil ich ihm sage, du machst jetzt ein Incremental basierend auf einem Full. Damit schaut sich das Maria-Backup an, was steht in dem Full-Backup drinnen, schaut sich dort die Log-Timestamps an und schaut halt, welche Pages haben sich geändert und holt dann nur die eine wesentlich kleinere Menge aus den ganzen InnoDB-Tablespaces oder MyISAM-Files in das Backup von, in das Incremental-Backup hinein. Auch der sagt man dann wieder, das Incremental hätte dann eine Binlog-Position, die fängt dann irgendwann später an als das Full vorher. Wenn ich das jetzt restoren will, läuft das im Maria-Backup über Prepare-Befehle ab. Das hat aber einen riesen Nachteil, was ich als, von meinem Gefühl als, IT, als DBA eigentlich nicht haben will. Ein Backup ist ein Backup, das ich regelmäßig restoren kann. Nur ein Prepare von MariaDB verändert man das Full-Backup. Der schreibt gleich in das Backup-Directory eine vom Full, baut das Ding so um, dass es zum neuen Datatier von der Datenbank werden kann. Somit habe ich das genau einmal für einen Restore zur Verfügung und dann ist es quasi hin. Das heißt, wenn ich mich beim ersten Mal Restoren vertue und eigentlich von vorne anfangen will, dann muss ich schauen, wo ich mein Full Backup wieder herzauber. Ist ein bisschen fad, genau. Das haben wir auch gedacht. Wenn ich jetzt Incremental Backups auch noch habe, dann tue ich mir natürlich leichter, weil ich muss dann nicht für 7 Tage die Binary Logs durchwaschen, sondern ich hole mir von meinen Tagen nach am Full Backup die Incremental Backups zurück. Das sind schon mal, so wie wir es auch vom Hermann kennen, ein Incremental Apply, macht auch der Hermann für uns. Setzt einmal das erstmals präparierte Full Backup schon in den Zustand von dem Zeitpunkt vom Incremental Backup. Und dann, wenn ich mit denen einmal fertig bin, sage ich am dritten Befehl, entweder verschieb das, was du jetzt hergerichtet hast, ins Datatier zurück oder kopiere es um mich wieder. Und dann habe ich den Stand vom Backup in meinem Datatier drinnen und dann muss ich eben noch weiter basteln, so wie wir es vorher mit meinem SQL-Dump auch gehabt haben, im Point-in-Time-Recovery. Ab welcher Position filmen jetzt die Transaktionen, die Binlogs auslesen, mit MySQL-Client wieder applyen. Und dann bin ich hoffentlich wieder ohne Datenverlust mit meinem Server online. Schaut im Code nicht wirklich dramatisch aus, so ein Restore. Ich mache einmal das Prepare fürs Full, damit ist quasi das Full einmal hin. Wenn ich dann ein Prepare mit einem Incremental noch drauf mache, dann steht im Full schon der Zustand vom Incremental drin. Das heißt, das Full Backup ist als Backup nicht mehr vorhanden, sondern ist schon die Stage für das Zurückkopieren in die MariaDB eine. Und dann ist es im Grunde straightforward, den Server runterfahren, das Datatier entweder gleich ganz weglöschen oder zumindest einmal wegmoven und neu anlegen. Und dann in das leere Datatier das mit einem Copyback oder mit einem Moveback das Backup von der MariaDB zurückstellen. Was jetzt noch sein kann, ist, dass die Berechtigungen nicht stimmen, weil wenn ich das als Root mache, dann kopiert der das auch als Root und legt den neuen Files als Root an. Wenn ich eh MySQL als Owner bin, dann ist das nicht so ein Drama. Aber ich müsste halt das neue Datatier noch einmal dem MySQL wieder schenken, dem User. Wie gesagt, dann einfach wieder starten, alles ist wieder da. An Recover-Mode oder oder sowas in die Art gibt es nicht. Das Ding ist einfach online. Das, Point-in-Time-Recover, wie gesagt, der Server rennt wieder. Wir beten, dass noch keine Connections drauf sind, die uns schon was verändern. Haben wir dann da die Info, die für uns wichtig ist, fürs Point-in-Time-Recovery, steht in einem extra File drinnen. Ich bin auf der Position 371 im Binlog 008. Ab dort muss ich meine Transaktionen auslesen mit MySQL-Binlog, das alles mit MySQL-Client drauf applyen. Dauert entsprechend lang, je nach Anzahl der Transaktionen, die ich da drin gehabt habe. Was man das Maria Backup auch noch anbietet, ist
dass ich auch einzelne Tables wieder restoren kann. Dann da macht man das Ganze mit einem Prepare for Export. Dann legt uns das Maria Backup für jedes InnoDB-File noch ein zusätzliches Config-File an und das brauche ich dann, wenn ich mit einem Discard und einem Import Tablespace-Kommando die Daten zu einer Tabelle wieder zurückstellen will. Das mache ich im Normalfall dann, wenn ich die Datenbank habe, die eh online ist, nur eine Tabelle, da sind die Inhalte hin oder weg, dann kann ich diese Tabelle mit der Tabelle sagen, schmeiß dein Data-File weg, aber behalte die Struktur. Das heißt, das FRM-File von der Tabelle bleibt vorhanden, das InnoDB-Database-File kann er wegschmeißen, dann kopiere ich das InnoDB-File und das Config-File in die Datenbank, ins Datenbankdirektory rein und dann sage ich mit Import Tablespace für die Tabelle, dass das jetzt wieder zusammenkehrt und ab dem Zeitpunkt habe ich den Inhalt aus dem Backup wieder in der Tabelle zur Verfügung. Auch da dann wieder, das ist natürlich ein Zeitpunkt X, da könnte ich dann aus den Binary Logs nur für eine bestimmte Tabelle wieder alle meine Änderungen ab einem Zeitpunkt aussuchen und das dann nachfahren. Snapshot-based Backups fürs MySQL. Ist, sagen wir, in den meisten Fällen ist das mit Snapshot-Backups so eine Sache. Die InnoDB behauptet ja grundsätzlich, alles, was auf der Platte steht, lässt sie wieder starten. Weil sie hat ja ein eigenes Transaction Log, also ein internes quasi Crash Recovery Transaction Log ja auch mit an Bord und die alle InnoDB Data Files, alles, was oben geschrieben ist und was in dem Transaction Log drin steht von der InnoDB, lässt sie wieder starten. Das heißt, ich könnte eigentlich jederzeit einen Storage Snapshot machen von meinem Data Tier Volume und hab ein Backup. Muss man nur merken, auf welcher Binlog-Position dass ich bin. Es gibt Third-Party- oder Backup-Solutions, die MySQL-Backup auch mit Volume-Snapshots anbieten und das auch restoren können. Muss man dann schauen, in der jeweiligen Solution, welche Methoden sie anbieten. Ansonsten schaut es da nicht viel anders aus als mit Oracle. Backup und Restore macht die Third-Party-Solution. Da muss ich mich dann durchklicken, da mache ich nichts mehr selber mit irgendwelchen Utilities. Wenn ich dem sage, Backup auf einem bestimmten Zeitpunkt, dann sucht sich der den Snapshot aus, stellt den zurück, weiß auch dann, was er eventuell noch applyen muss am Schluss, damit er mal eine Datenbank oder eine komplette MySQL-Instanz wiederherstellt. Was der große Nachteil ist beim Snapshot-based Backup, die meisten Hersteller versuchen natürlich nochmal alles oben zum Schreiben auf die Platten, bevor sie den Snapshot machen. Das mache ich im Oracle mit einem Switch-Log-File, dann löse ich einen Checkpoint aus oder einen Checkpoint-Current. Das mache ich im MySQL mit einem Flush-Tables. Das ist zwar schön, ist aber wieder ein logisches Statement, das sich in der Log-Hierarchie, weil sie alle Tables flushen will, also will sie für jede Table einmal ein Log aufbauen, das da rausschreiben kann, hinter alle laufenden Transaktionen einhängt. Und wenn ich dann ein paar nette Langläufer habe, dann timet wahrscheinlich die Backup-Solution aus und sagt, ich bringe den Flush nicht zusammen. Und somit habe ich kein Backup. Ist leider im MySQL ein Hindernis, über das nicht herumkommen. Das Einzige, was hilft, ist, ich muss mich koordinieren und muss mit der Applikation sagen, eure Batchläufe laufen von bis, Backup mache ich davor oder danach. Weil auf kurze Transaktionen ist es wurscht. Wenn ich aus der Applikation 5, 6 kurze Transaktionen habe, komme ich schon irgendwo dazwischen rein mit meinen Flush-Tables. Wenn ich Batchläufe habe, die mit jedem Update oder mit jedem Run irgendwie eine halbe Stunde lang Daten transformieren, dann muss ich mich da dahinter ausstellen. Das heißt, selbst eine physikalische Backup-Lösung für eine MySQL-Datenbank hat immer einen logischen Impact. Das läuft nie getrennt voneinander. Mal das da jetzt nochmal zusammenfassen bei den Stolpersteinen für MySQL-Dump. Auch der läuft nicht immer fehlerfrei.
Weil auch da muss ich mich mit der Applikation synchronisieren, weil wenn wir die eine alte Table Move oder ein Analyze oder ein Optimize Table machen, ist die Struktur eine andere und der MySQL dann sage ich, ich finde die Tabelle nicht mehr. Boom, aus. Mischung von Storage Engines. Jede sinnvolle MySQL-Anwendung ist eh schon nur mehr in der InnoDB drinnen. Das heißt, ich kann mit dem Single Transaction der InnoDB sagen, erzeug mir einen konsistenten Stand. Wenn ich eine Datenbank nur mit MyISAM-Tables hätte oder mit einer ARIA-DB, dann müssen die mit Minus-Log-Tables arbeiten, dann sperrt man überhaupt die ganze Datenbank auf einmal. Noch ein größerer Topfen. Beim MySQL-Dump ist man selten untergekommen, habe ich aber auch schon einmal gesehen, der MySQL-Dump generiert normalerweise Insets mit vielen Rows auf einmal, also bis auf 32.000 Zeichen Länge ungefähr. Das ist, heißt beim MySQL dann Extended Insert. Es gibt aber auch durchaus Backup-Solutions, die das auf False setzen. Dann habe ich für jede Row auch Zahlen. Man überlegt sich einmal, wie lange das Einspielen von der Datenbank braucht. MySQL arbeitet mit Auto-Commit-On, das heißt ein Insert, ein Commit, ein Insert, ein Commit, ein Insert, ein Commit. Da wirst du beim Restore alt. Noch was wir da haben. Der Old Tables von MySQL-Dump ist zwar nett, dass ich mit alles einmal rausdumpen kann, aber wenn ich drei größere Datenbanken habe und eine restoren will, wie kriege ich denn die sauber aus dem SQL-File raus? Ist meiner Meinung nach überhaupt nicht praktikabel. Ist ein Notnagel, damit ich überhaupt was habe, falls mir irgendwas passiert, aber das alte Old Tables-Switch für den MySQL-Dump ist in Wahrheit nicht verwendbar. Das heißt, ich muss erst wieder skripten, für jede Datenbank einen eigenen MySQL-Dump-Befehl außer generieren. So kann man alles machen, aber es sind halt Utilities, wo ich drum herum basteln muss, damit ich zu einem sinnvollen Backup komme. Beim Maria-Backup habe ich beim Backup eigentlich kein Problem. Das Ding fährt mir im Grunde sauber durch. Ab der 10.6er gibt es auch für das Flash Tables ein anderes Kommando, was kein Log mehr produziert. Also das Maria Backup ist da schon eine recht schöne Lösung, zumindest damit fürs Wegsichern. Es hat nur den feinen Nachteil, dass ich eben, wenn ich wirklich restoren will, dass ich mir mein Full Backup mit den Restore-Kommandos ruiniere. Das heißt, ich muss eigentlich vorher schauen, ob ich mein Full Backup zumindest noch irgendwo auf Tape oder wo in einem separaten Backup auch noch zur Verfügung habe, damit ich es ein zweites Mal wieder herstellen kann, wenn ich einen zweiten Restore-Versuch brauche. Und bei Snapshot-Backups haben wir auch das Problem, dass der Flash-Tables sich auch in die Log-Zyklen von der Datenbank einhängt und eventuell auch nicht rechtzeitig draufkommt und dann einen Fehler im Backup erzeugt und somit das Backup abbricht. Nicht wirklich spaßig. Und das Recovery bei allen Varianten, die wir haben, muss ich mir händisch aus den Binary-Logs rausziehen. Ja, kann man machen, aber ich sage, eine sichere Lösung für eine Recovery schaut anders aus. Weil das Recovery kann ich verändern. Also wenn ich ein besser DBA bin, lösche ich einfach ein paar Insights raus. Oder schreibt das eine, was ich haben will. Und wir haben ja nur recovered. Ist ja nichts passiert. Das muss ja vorher auch so gewesen sein. Angst. Ja. Und was die oben genannten Gründe, muss ich eigentlich immer mit meinen Applikationsleuten reden, wann darf ich denn eigentlich sichern? Naja, bei manchen Applikationen brauche ich es nicht. Wenn die alle nur kurze Transaktionen fahren, wenn da nicht Data Warehouse Jobs drin sind, die neue Tabellen neu kreieren, wegschmeißen, Indexes frisch anlegen, dann ist es wurscht. Ja. Wenn die Struktur gleich bleibt, dann kann ich jederzeit dumpen oder jederzeit ein Backup machen. Wenn ich kurze Transaktionen aus einer Applikation habe, dann reiht sich das irgendwo ein und kommt dran rechtzeitig. Ja. Der Flash Table hat noch nie eine Applikation gestört, der ist schnell genug fertig. Aber es gibt Applikationen, die dann länger rennen und dann ist schon wieder Gesprächsbedarf vorhanden. Also, ja, Backup-Lösungen für MySQL. Es ist so eine Sache. Was haben wir denn beim Postgres zur Verfügung? Fangen wir wieder an beim Exportieren. Im logischen Backup
Speechy Dump ist nichts anderes als die als ein MySQL-Dump oder naja, nicht einmal der alte Export, weil etwas, was SQL-Befehle erzeugt, haben wir eigentlich im Oracle überhaupt nicht. Ein Dump ist ja ein Binärformat immer gewesen. Aber ist ein Client-Utility, mit dem ich mir den Inhalt einer Datenbank auslesen und in einer Dump-File schreiben kann. Postgres ist genauso transaktionskonsistent möglich, ist das gleiche Problem wie überall. Je größer die Datenbank, umso länger rennt der Export. BG-Dump kann das auch, dass er sagt, nimm mal alle Datenbanken aus einem Postgres-Cluster mit und dann nimm mal einen einzelnen. Aber es ist quasi wieder eher mehr an Oracle angelehnt. Es ist ein Zustand von Daten, die ich wieder irgendwo importiere und recovern spült es dann nicht. Den Zustand habe ich im Dump, den kann ich zurückspülen, das ist. Beim MySQL-Dump war ja das nur die quasi der Notnagel, weil es gar nichts anderes gegeben hat, dass man das hat auch recovern können. Postgres ist da ein paar Hort und sagt, das ist eine logische Information, da gibt es kein Recovern. Ja, den Platz für den Dump brauche ich dort, wo der Client rennt. Hat mit dem Datenbankserver nicht zwingend was zu tun. Damit wir Postgres recovern können, brauchen wir aber da unsere Transaction Logs. Die heißen beim Postgres VALS. Write Ahead Logs. Ist im Grunde was Ähnliches, wieder also vom Konzept her wie beim MySQL. Es ist Redo und Archive in einem. Weil das Ding schreibt ein File, macht einen Switch, schreibt das nächste und greift die alten Files nie wieder an. Hat anders als bei unseren anderen Backup-Locations, bei unseren anderen Datenbankprodukten, kann ich mir da nicht aussuchen, wo die liegen. VAL-Files liegen im Data Directory von der Postgres-Datenbank. Fertig. Das heißt, ich muss den Platz dort haben und aufpassen, dass mir der dort nicht ausgeht, weil sonst sind wir nicht dabei hin, wenn da irgendwann einmal der Platz am Filesystem ausgeht. Ich brauche sie eben genau für das, fürs Point-in-Time-Recovery. Aber ich kann dem Postgres mitteilen, wie er die VAL-Files wegsichern kann. Das heißt, da muss ich mich jetzt nicht selber darum kümmern, das macht schon dann der Server für mich. Welche Parameter brauche ich, wenn ich die VAL-Files konfigurieren will und ein Backup einstellen will? Ich muss den Archive-Mode aktivieren. Ich gebe ihm ein Archive-Command. Das ist irgendein Command, was er im Unix oder im Betriebssystem ausführt. Kann ein Skript sein, wo der als Parameter den Filenamen mitkriegt, kann einfach nur ein einfaches Copy sein auf ein Backup, auf ein Netzwerk-Share oder auf ein Backup-Location. Ich habe einen Archive-Timeout-Parameter, der entspricht unserem Archive-Target aus der Oracle-Datenbank. Damit sage ich, wann er spätestens bei Umschalten so in ein neues VAL-File, wann es wenig passiert. VAL-Level ist noch wichtig, sollte immer auf Replika bleiben, hätte noch die Möglichkeit auf Minimal oder Logical gesetzt zu werden, aber ja nicht angreifen. VAL-Level auf Replika lassen, dann steht alles drin in die VAL-Files, was ich brauche. VAL-Keep-Size wäre jetzt der Parameter für die Retention, das heißt, da schaut er dann halt nach, wann in Summe, dann setze ich auf eine Summe von Bytes, Gigabyte, was auch immer. Und wenn der Platz überschritten wird, dann fängt er an, die ältesten VAL-Files zum Löschen. Auch da ist dann immer die Überlegung, wie viele VAL-Files will ich online haben, um sofort schnell recovern zu können, oder wie viel hole ich mir dann aus einem Backup-Kommando zurück. Aber damit kann ich kontrollieren, wie viel Platz er für die VAL-Files braucht. So. Transaction Logs haben wir, jetzt dann müssen wir unser Backup machen im Postgres. Dazu gibt es in der Postgres selber das PG-Base Backup als Backup Utility immer mit dabei. Macht uns im Grunde ein Full Backup von einem ganzen Postgres Cluster. Wenn ich zu dem Backup vom PG-Base-Backup auch noch die passenden VAL-Files dazu haben will, dann muss ich mir die natürlich nochmal irgendwo hinkopieren. Ich habe aber sowieso durchs Archive-Command alle VAL-Archives eh schon auf eine Backup-Location ausgespielt, ob ich das doppelt haben will.
ist nicht zwingend notwendig. Was kann das BGBase-Backup? Es kann uns genauso wie das Maria-Backup entweder eine File-Copy von dem ganzen Cluster anlegen oder auch in einen DAGZ reinpipen. Wenn ich auf eine NFS-Destination schreibe, ist gescheiter, ich schreibe größere Files als viele, viele kleine. Deswegen empfiehlt es sich eher, wenn ich wirklich auf das NFS-Backup mache, dass mir kleiner DAGZ eine pipe. Was muss ich jetzt tun, um so ein BGBase-Backup zu restauren? Da sind ein paar Schritte nötig, da ist wieder ein bisschen Basteln angesagt. Ich stoppe den Cluster, ich hebe mir die alten WAL-Files, die noch im BGData-Directory sind, irgendwo auf, muss sie aber dort weg entfernen. Gescheitesten ist dann das ganze BGData löschen, davor aber eben die paar WAL-Files vielleicht noch aufheben, falls nicht alle schon archiviert sind, damit die Point-in-Time-Recovery bis zum Ende zusammenbringen. Dann kopiere ich eigentlich ohne den Base-Backup mit OS-Mitteln das ganze BGData wieder zurück aus der Backup-Location und dann setze ich dem Server ein paar Parameter. Das Restore, wo haben wir es? Da müssen wir nochmal rauf. Wo ist er jetzt? So. Das Restore-Command braucht man, damit er alte WAL-Files wieder findet. Das heißt, von wo weg soll er sie die zurückkopieren. Recovery Target Time ist quasi der Timestamp, wo ich hinrecovern will. Und die Recovery Target Action sagt uns, was er tun soll, wenn er glaubt, er hat fertig recovered. Mit Pause, dann bleibt er stehen. Das heißt, ich könnte dann noch kontrollieren, ob er eh alles richtig gemacht hat. Mit Promote macht er die Datenbank wieder auf. Oder ja, Shutdown sagt, okay, fertig recovered, vorab den Krempel. So, das ist da jetzt. Dann sind wir noch lange nicht fertig. Im BGData muss man ihm dann noch ein Recovery-Signal geben. Und dann starte ich einfach den Serverprozess wieder und hoffe und bete, dass er alles richtig fertig macht. Nämlich eben, wenn er alles findet, wenn er alle WALs zurückkopieren kann, die er macht, dann schafft er das auch und kommt wirklich bis dorthin, was im Recovery Target Action Parameter drinsteht. Wenn ich das Ding auf Pause stelle, dann ist der Cluster dann read-only offen. Dann könnte ich noch nachschauen, in welchem Status bin ich und könnte mit der Hand den Cluster read-write öffnen, wenn ich das PG-Promote aufrufe, oder ich schreibe ihm das ins Config-File rein, dass er das Promote machen soll und starte den Cluster durch und dann macht er das im Hintergrund. Es empfiehlt sich sowieso, dass man die Recovery-Parameter am Schluss dann aus dem Mini-File wieder auslöscht, wenn er fertig recovered hat und ich den dann sauber noch einmal durchstarte, den Postgres-Cluster. Ja, ist auch ein bisschen mehr Handarbeit, als was wir von Oracle gewöhnt sind. Wir haben jetzt bei ein paar Kunden schon eine andere Backup-Lösung im Einsatz, ist auch Open Source, heißt PG-Backrest. Das Ding funktioniert quasi als Backup-Software und Media Manager ist so halb wahr, er kann mal remote ein großes Backup zu Disk machen. Ja. Es vereinfacht uns das Backup- und Restore-Handling eigentlich massiv im Vergleich zu dem, was ich alles mit der Hand anstellen müsste. Ich kann das PG-Backrest als eigenen Backup-Host installieren, was am normal für Sinn macht, weil dann kann ich ihn gleich für mehrere Postgres-Cluster verwenden und habe einen großen Backup-Server für alle meine Postgres-Datenbanken. Die Software muss ich dann auch auf jedem Postgres-Host installieren und über die läuft dann die Kommunikation mit meinem Backup-Host. Im PG-Backrest-Host lege ich dann Stanzas an. Das ist quasi mein Backup-Target, wo ein Cluster rein sichert.
über Distanzas verwaltet sich das PG Backrest dann die Informationen zu jedem einzelnen Backup-Cluster, welche Backups habe ich, wie lange hebe ich mir die auf. In Wahrheit ist das ein relativ einfacher Vorgang dann, wenn das PG Backrest einmal installiert ist. Ich muss den Archive-Command-Parameter umdrehen auf ein PG-Backrest-Kommando, dass er uns die Wahlfiles, die ich archivieren will, in das PG-Backrest reinpusht. Und fürs Backup durchführen ist, entweder ich mache einmal Full-Backup oder ich mache einmal Differential-Backup, ist ein Einzeiler, den kann ich in die Grundtab einstecken. Bleibt zum Überlegen, ob ich das zentral mache auf meinem Backrest-Server, dass ich die Backups von den Datenbanken anstoße oder ob ich das jeder Cluster für sich macht. Das sind relativ simple Kommandos. Beim Restore ist es ähnlich simpel. Von den Optionen her kann ich das Gleiche. Ich kann mir einen Timestamp aussuchen, ich kann mir aussuchen, in welchem Modus er den Server dann stehen lässt. So ist im Grunde nichts anderes. Was ich brauche, ist das passende Restore-Command, analog zum Archive-Command. Wo findet der Postgres-Server seine alten Wahlfiles? In dem Fall geht es dann über PG-Backrest-Archive-Get und er holt das aus dem Backup-Server zurück, damit das Point-in-Time-Recovery dann auch stattfinden kann. Und ein Restore mache ich mit einem Befehl. Da muss ich mich nicht spülen mit runterfahren, mit löschen, mit hin und her kopieren, mit Parameter setzen. Das macht man alles, das PG-Backrest. Ich sage ihm, aus welcher Stanza, zu welchem Timestamp, die Target-Action, die wir immer vom Base-Backup auch schon kennen, vom auf Promote, und sage ihm, restore mal das. PG-Backrest macht man das und das Postgres-Cluster ist dann auch wieder offen. Postgres, Storage-Based Backups. Es gibt eine Low-Level-API, mit dem ich den Postgres-Cluster in einen Beginn-Backup-Mode und einen End-Backup-Mode setzen kann. Und dazwischen kann ich tun und lassen, was ich will. Das macht das PG-Based Backup ja auch nicht anders. Und statt dass ich halt ein Filesystem-Copy mache, kann ich das Beginn-Backup-Mode setzen, dann kann irgendwer einen Volume-Snapshot machen, einen passenden, und dann gibt es wieder ein End. Und genauso, so kann ich genauso Backups machen. Die Frage ist, ich habe noch kein, ein bisschen durchgeschaut durch die Doku, keine Third-Party-Solution gefunden, die man mit Snapshots am Postgres-Cluster sichern, über die man das anbietet. Also ich weiß nicht, ob das bisher nicht von Interesse war, aber grundsätzlich müsste es eigentlich möglich sein, aber es gibt, glaube ich, am Markt noch niemanden, der das auch so anbietet. In der NetApp gibt es ein Postgres-Plugin, das haben wir aber noch nicht angeschaut, was das genau macht. Macht das auch mit genauso Snapshots? Okay. Das hat es zum Overladen einmal gegeben, aber wie gesagt, dann bin ich wieder auf den Storage-Hersteller angewiesen, aber es gibt zumindest eine Option, wo man hinarbeiten könnte. Ja. Stolpersteine beim Postgres sind nicht allzu viele. Backup geht auch mit dem PG-Base-Backup im Grunde reibungslos. Die Kontrolle beim Restore, sage ich mal, ist halb vorhanden. Ja, weil entweder er macht es oder er macht es nicht. Ich kann ihm nicht einzeln sagen und restore mir noch was und hole mir noch ein Wahlfile und das File recoveren wir jetzt auch noch auf, wie wir es vom Ehrmann gewöhnt sind. Es geht oder es geht halt komplett schief. Ja, damit noch eine kurze Zusammenfassung über Backup-Solutions von anderen, von quasi Nicht-Datenbank-Herstellern. Je nach Hersteller habe ich für eine oder mehrere Datenbanken einen Support mit dabei. Manche implementieren auch das MySQL-Backup nur mit Dumps oder manche implementieren es mit Volume-Snapshots. Das muss man sich dann bei jedem Backup-Hersteller anschauen, was der im Detail anbietet. Wie gesagt, es gibt nicht für MySQL und Postgres gibt es nicht überall ein passendes Plugin. Ich habe mir ein paar Backup-Solutions einmal durchgeschaut.
vom NetApp Snap Center wissen wir, dass es gibt. Wie gesagt, bei MySQL ist eben wieder die Frage, in welcher Ausprägung. Da ist zum Beispiel beim Vim-Backup steht dabei, dass er nur MyISAM und InnoDB-Files sichern kann. Jetzt hat die MySQL aber auch zum Beispiel eine ARIA-Engine mit dabei. Was passiert wieder mit ARIA-Files? Also das müsste man dann beim entsprechenden Hersteller mal auffragen, was wirklich drinnen ist. Beim IBM Tivoli, die haben eigentlich nur Oracle und SQL-Server im Gepäck. Ich weiß nicht, was ich gefunden habe im Internet. Ich habe das beim Tivoli, weiß ich es mehr sonst nicht. Ich weiß nicht, ob die Postgres und MySQL auch sichern könnten. Ist mir nicht unterkommen. Bei allen anderen ist zumindest einmal ein Ja vorhanden. Wie gesagt, die Methode ist nicht einheitlich. Beim NetApp nehmen wir mal an, dass er genauso Snapshots macht, wie wir es vom Oracle Snap Center kennen. Bei anderen wissen wir es nicht. Ja, und dann sind wir im Grunde bei der Zusammenfassung von der ganzen Geschichte. Wie einfach und verlässlich ist Backup Restore bei den verschiedenen Datenbanksystemen? Bei Oracle haben wir eigentlich nichts mehr zum Jammern. Ganz egal, welche Methode, sobald ich mit dem Ermann drauf losgehe oder mit einem Snap Manager oder mit was auch immer, habe ich alle Optionen offen. Beim Postgres haben wir den Punkt, ja, Backup funktioniert eigentlich wunderbar. Beim Restore, wenn ich es jetzt dann nicht eben wieder über eine dritte Solution mache, muss ich immer ein bisschen aufpassen. Geht aber eigentlich ganz gut. Bei MySQL, MariaDB, sie sind eigentlich die, wo ich sage, ja, aber. Das ist mir alles ein bisschen, sagen wir, viel zu viel Baukosten. Ne? Man muss überall aufpassen, man muss sich mit der Applikation absprechen und das Recovery ist eigentlich nicht wasserfest. Ich kann eigentlich Transaktionen dazwischen eine schummeln und es gilt genauso als recovered. Angst. Und damit sind wir eigentlich durch. Also wie gesagt, Third Party ist oder Open Source Datenbanken ist halt. Dafür kostet es nichts, ne?